Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark and Light. Was willst du jetzt von mir? Greif mich doch, glaub mal, der Panther an. Hier ist ein 116er Greif. Da hätte ich ja schon mal Interesse dran. Ja, der aber nicht an mir, wie es scheint. Wo ist er denn jetzt hin? So, als kleinen Backup-Greif. Mitnehmen. Wer kommst hier? Wildvieh. Hier sind mir eigentlich zu viele Bäume. Jetzt mal hier drüben versuchen. Da ist es ein bisschen besser. Von wegen. Beweglichkeit. Gucken, ob er mir noch folgt. Ja. Das wird wohl nichts, ja doch, vielleicht kommt er nochmal. Hier so in freier Wildbahn ist es natürlich auch nicht so ganz so angenehm. Da bin ich mal gespannt, was das hier wieder für ein Drama wird. Hab ich wohl den Baum getroffen. Ey, kein Scheiß hier. Wird natürlich auch gerade wieder dunkel. Perfektes Timing. Ich hoffe, hier kommt auch nichts anderes um die Ecke, sonst habe ich ein echtes Problem. Sind das? Ich hoffe, ich kann jetzt noch einmal schießen. Mit meinem Verlangsamungszauber. Sehr gut. Den muss ich dann auch gleich mal wechseln. Auf los. Dass du hier das Interesse verlierst, mein Freund. So, den machen wir mal schön mürbe hier, den Onkel. Hau da ab. Er kommt gleich zurück. Mach's gut. Komm, dreh um. Hallo, umdrehen bitte. Na Gott sei Dank, ich dachte schon.
abgedreht? Ne. Oder schon wieder ab. Gut, da kommt er noch mal. Da legen wir gleich noch mal einen frischen auf, damit hier auch nichts in die Hose geht. Schön an mir dranbleiben. Wenn man sich dran hält, immer ab und zu mal so einen Betäubungszauber reinzujagen. Oh, glatt drüber geschossen. Schon wieder Schwein gehabt. Oh. Alles rein, solange er auf meinen Mr. Big geht. Jetzt ist er leicht verwirrt. Drücken wir mal ein Stück. Wenn die jetzt reißen, dann müsste es doch theoretisch schon reichen, oder? Nein, tut es leider nicht. Boah, steckt der mal wieder was ein, ey, unglaublich. Ich habe jetzt schon fast 100 Pfeile drin. Ich hoffe, er kommt jetzt noch einmal zurück. Da auch. Jetzt muss es aber was werden. Auf los.
Jawohl. Da haben wir eine. Boah, war ja schon wieder höchste Konzentration erforderlich hier. Mann! So. Jetzt müsste ich das Gebiet hier nochmal clearen. Möglichst schnell mal das Kibbel abholen aus der Heimat. Den Trog setze ich ihm hier schon mal vor die Nase. Da wird er wohl drankommen. Aber soweit ist hier erstmal nichts. Dann nichts wie nach Hause. Bin mir übrigens noch gar nicht ganz sicher, ob sie entweder hier die einfach nur die Flügelschläge verringert haben oder ob sie auch die Geschwindigkeit ein bisschen genervt haben hier. Kommt mir bald so vor, als wäre der Greif langsamer. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Immer noch besser als zu Fuß, aber langsamer wäre jetzt auch schlecht. Gerade jetzt, wenn man die Zeit unter den Nägeln brennt und einen fetten Greif hat und kann nicht mal schnell hier hin und her fliegen. Gib Gas, Mr. Big, gib Gas. Mir fast noch verflogen. Mann, das ist ja doch weiter, wie ich dachte. Hüpft denn da mein Nidhogg da hin und her? Vielleicht nehme ich den jetzt sogar mal mit, um zu testen, ob der vielleicht noch mal ein Stückchen schneller ist. Nehmen wir mal hier Kibbel und Fleisch, packen wir uns jetzt mal ein. Ich hoffe, das hatte ich hier auch irgendwo. Der ganzen Umzieherei, ja. Sehr gut, das ist hier noch. Das muss auch reichen. Wir nehmen mal, probieren mal den Nidhogg aus. Das böse Ding. Zwar schnellere Flügelschläge drauf. Ja, doch, ich glaube, der ist noch einen Zacken schneller wie der Greif. Nix wie zurück. Gas. Da jetzt ein Panther dran rumknabbert oder sowas. Das wäre schon ungünstig. Eigentlich war ja weit und breit nichts, aber wie es nun mal so ist. Ruckzuck ist mal so ein olles Bargisch da. Oder ein Panther. Gucken, dass ich das auch halbwegs wiederfinde hier. Den Burschen. Und schon viele Nidhoggs hier auch unterwegs. Komm schon, gib Gas. Hier? Ne, es war da. Er ist schon runtergefallen. Eigentlich noch ganz gut aus. Dem scheint nichts passiert zu sein.
Wow. Da ist jetzt erstmal 1A, da muss ich mir nochmal einen anständigen Namen überlegen. Ah, wenn er gleich zwei Kibbel am Stück frisst. Nein. Was mache ich denn? Das Uffi riecht hier, dass das geklappt hat. Vorausgesetzt, kriegt er ihn auch aus dem Stein hier raus. So. Bis jetzt schon 173. Bleibst du dran? Ja, auch wenn wir schon einen Greifen gehabt haben, dann ja ein kleiner Backup-Greif, mit dem mache ich ja quasi alles, farmen und kämpfen. Der macht ja auch richtig gut was weg und hat ein echt heftiges Gewicht. Noch da? Falls ich den wirklich mal irgendwie verlieren sollte, brauche ich auch einen anständigen Ersatz. Den werde ich jetzt auch erstmal eine kleine Runde leveln. Dann muss ich mir noch so einen eklig teuren Sattel herstellen. Ja, gerne mal so ein Kebo, aber ich habe bis jetzt nur irgendwas um die 60er da immer gefunden. Dass der Greif uns mal in Ruhe lässt hier, hoffe ich. Oh, hier ist schon mal 92er, naja. Noch da. Cool. Ja, den Greif, den level ich jetzt noch mal ein bisschen. Versuche mal zu gucken, dass ich mir noch so einen Sattel craften kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Hinsetzen. Setz dich. Wo willst du denn hin?